Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster und heute werden wir mal meine Division 9 Rang 2 Division Rivals Rewards öffnen. Ich weiß, es ist nicht krass und ich bin noch nicht der beste Spieler. Ich sag dazu nur Weekend League 2:28 abgeschlossen. Ja. Wir haben aktuell dieses relativ, finde ich sogar, gute Team auf The Week hier. Und auf der Bank sind jetzt vielleicht nicht so die krassen Spieler drauf. Aber in der Startelf sind schon krasse Spieler. Lurie kostet auch seine 100k ungefähr. The Light oder The Lacht. Was, der kostet nur 40k? Ja, stimmt, der hat ja einen Totti. Aber Telles, der kostet so 130k. Also der ist wirklich eine Maschine. Sancho als Mittelfeldspieler, also als sozusagen als zentraler Mittelfeldspieler mit 120k so dabei. Gasoda und Parejo werden nichts kosten. Di Maria kostet seine 70k. Firmino, der ist glaube ich der teuerste hier mit seinen 350k oder sogar mehr. Der kostet 100 bis 200k. Was? Immobile kostet 200k. Wow. Und der kostet 50k, der Lukaku. Ja, also Firmino halt der wertvollste mit Immobile. Sind auch beides die höchst bewertetsten Spieler. Wie gesagt, ein Parejo und so wird nichts wert sein. Also das ist, nee, das ist nicht. Halt, stopp, ich wollte da nicht hin. Also das ist nicht mein Team, ich spiele mit bloß gerade Icons. War gut, dass mein Koman auch eine rote Karte hat. Also ich spiele momentan, also das ist mein Premier League Team. Da vorne im Sturm steht nicht dieser James, den habe ich nur für eine Aufgabe dann gemacht. Da steht normalerweise der Heung-Min Son. Aber das ist mein Premier League Team. Hier steht sonst auch noch eine Icon. Oder besser gesagt, momentan stand da noch Piqué Scream. Aber ich habe das für die Icon-Swap-Aufgabe gebraucht. Das ist sozusagen eher meine zweite Mannschaft. Und mein Bully Team, das ist das hier. Und das ist auch mein stärkstes Team. Da kann ich auch mal ganz kurz den Roselion rausmachen. Weil ich habe da mittlerweile den ja neuen. Hier den Alfonso. Der ist Muss für Bayern-Fans. Und ich weiß nicht, ob ich mir einen noch einen besseren ZM holen soll aus der Bundesliga, weil hier möchte ich noch Campbell hinmachen von Eichenswap für Hernandez, der eigentlich auch eine Maschine ist, oder hier halt Zambrotta. Also ich weiß nicht, ob ich bei Eichenswap Seedorf, Zambrotta oder hier übrigens auch der Son, ob ich beim Eichenswap Seedorf für Amina Harit oder für Pirlo, weil Pirlo ist echt scheiße, könnt ihr ja mal gucken. 200 Spiele und insgesamt maximal 50 Torbeteiligung und der macht gar nichts, wirklich gar nichts. Ob ich mir für Harit, der eigentlich richtig Bombe ist, na gut, die Stats sagen das jetzt nicht, aber ich finde ihn krass, ob ich mir dafür Seedorf holen soll, für Hernandez, Kempel holen soll oder für Mbabu, der mir wirklich sehr gefällt, Zambrotta holen muss oder soll. Ich bin mir da halt nicht so sicher, Leute. Aber der eigentliche Punkt ist ja, wir wollten Packs öffnen und dann noch später die Upgrade SBCs machen. Hier sind unsere Rewards. Wir kriegen 2 20k Packs und 4 15k Packs untrade. Oder das Ganze halt einfach tradable oder 25k. Eigentlich müsste man die Coins mitnehmen, aber ich nehme fürs Video die Packs mit. Ich finde Division Rivals Division 9 lohnt sich sogar Rang 3, finde ich mehr. Und deswegen habe ich nur auf 2, also habe ich jetzt erstmal auf 2 geschwitzt. Also hier unsere Packs. Ich würde sagen, wir machen erstmal abwechselnd eins von denen, dann eins von denen und so auf. So halt. So, mal gucken, was wir so ziehen. Also die Packs sind nicht wirklich schlecht, aber auch nicht gut. Ich hoffe einfach auf viele seltene Spieler. Wie zum Beispiel hier der Lautaro Martinez. Ich bin ja am Wochenende nicht da, deswegen wird es keine Streams geben. Ich werde aber Videos vorproduzieren, falls nur eins kommt und zwar am Freitag oder Sonntag. Entschuldigt das, ich muss ein bisschen vorproduzieren. Ich muss Stand heute noch 2 Videos machen fürs Wochenende. Deswegen mal gucken, ob ich schaffe. So, dann haben wir hier Jarmo Lenko gezogen. Ist der nicht mittlerweile auch in die USA gewechselt? Bei den Sommertransfers kann gut sein. Ganzen Untradable-Dinger, die ich noch irgendwie trade im Verein habe. Machen wir doch unsere Münzen. So.
Machen wir nach dem Pack mal ein 20k-Pack auf. Ah, hier sogar Schlitz. Ein Schlitz im 15k-Pack. Ah, ein Walkout. Nice. Deutschland, nicht Müller. Nicht Müller. Doch, Thomas Müller. Naja. Was soll ich dazu sagen? Ist halt ein Walkout und ein 86er. Im Bayern-Trikot kommt er raus. Und ist mittlerweile ja wieder ein relativ guter Bayern-Spieler. Finde ich zumindest. Der hat in letzter Zeit wieder richtig gut performt. Noch ein Kereschma hinter. Noch einen Humber. Als Trainer. Ja. Sagen wir es mal so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich McKennie noch beschießen soll für mein Bundesliga-Team. Ja, hier wieder kein Schlitz. Macht richtig Spaß, die Packs. Außer, also Müller war ja schon gut. Ich will gar nicht sagen. Anthony Modest. Also wir machen auf jeden Fall gleich noch ein garantiertes 2x81 Plus Pack auf. Ja. Der ist sogar tradable, das ist nice. Machen wir erstmal das 15 nochmal auf. Okay, ein Walkout aus dem 15. Mal sehen, wen wir da noch so gezogen haben. Wulai, aber wir haben drei seltene Spieler und Berzic ist gewechselt. Fällt mir gleich auf als erstes. Und die Bromall Lane. Von welchem Premier League ist, war das noch die? Doch, war das noch das Stadion. Auf jeden Fall ist das Premier League ist das Stadion. So, und auch das letzte Pack fürs Video. Ziehen wir nochmal einen Schlitz. Nee. Und das ist noch nicht mal das letzte Pack gewesen, weil wir machen ja noch eins. Aber ein Podence, aber hier nochmal drei Spieler. Das heißt, wir können garantiert mindestens eins machen. Oh, Vasilidis, der kostet 10k. Würde er tradable sein. Das ist ein bisschen bitter, aber jetzt kann ich Paderborn ein bisschen günstiger machen, wenn ich die mal wieder bei den Ligen SBCs mache. So, machen wir noch eins von den Doppel-Upgrades. Da hätte ich schon ein paar Spiele reingetan. Weil wir jetzt ja ein bisschen was gezogen haben, kann ich die 82 auch wieder rausmachen. Die müssen wir ja nicht unbedingt abgeben. So, den kann ich abgeben. Habe ich hier noch was anderes? Den und... Also mal gucken, wie es mit der Chemie aufgeht. Aber ich hoffe, es geht auf. Fabregas will ich jetzt auch nicht unbedingt abgeben. So. Ich habe halt wirklich viele Spieler im Verein, Leute. Und... Bei mir ist das immer so eine Sache, ich muss mich halt immer sowas von entscheiden, wen ich da, wen ich insgesamt abgeben möchte und wen ich spielen möchte. Weil auch in der SBC, mir sind auch so 75, so relativ seltene Ligen, also von den SBCs, die Karten sind mir so manchmal zu schade abzugeben, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, ihr habt nicht verstanden, was ich meine. So. Das passt natürlich wieder nicht von der Chemie, da muss ich wieder nochmal einen Stürmer reinholen. Einen Lautaro Martinez. Und nee, ein zweites Pack versuchen wir nicht. Ich möchte nicht alle Spieler abgeben. So, öffnen wir das noch. Also bisher waren die bei mir rotz. Ich habe da bisher, mein bester Spieler war der 84er Champions League Tadic, den ihr auch in meinem Verein gerade gesehen habt. Ja. Ja, wieder kein Schlitz. So sind die Packs. Diese Packs sind so bei mir. Komm, Leute, wir machen noch eins auf Krampf. Und Doran Kolarov doppelt, ey. Ey, 282er ist ja gut, aber ich möchte da wenigstens einen Schlitz ziehen bei solchen Packs. Wir versuchen einfach mal eins von den 82ern. Und dann war es das aber auch von dem Video, Leute. Ich möchte das Video auch nicht zu lange ziehen. Das Video wird auch einfach so ohne Intro und alles. Nee, mit Intro geladen und mit ein bisschen Musik hinter, aber nicht viel. Also da wird jetzt nicht die größte Arbeit in ein Video stecken, sage ich auch ganz ehrlich. Und da bin ich auch ganz ehrlich. Ich glaube, du darfst einen 83er, 682er, wenn ich mich nicht täusche. Sonst gebe ich einfach noch irgendwas für hochgeratetes ab. Ist ja auch egal, weil die sind ja sowieso untrade, die Spieler, die ich hier habe. Ruf. Den auch geben, ja. So sollte das aber von der Bewertung passen. Vielleicht kann ich ja noch den 84 rausmachen und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber
Wenn wir da jetzt ein 83er ziehen, dann war's das komplett. Dann bin ich raus. Kann ich den noch rausmachen? Mal gucken. Tadic wäre halt noch so ein Spieler, den ich abgeben könnte. Kapoe. Na, dann geht's runter. Ja, dann gebe ich den einfach ab. Ist auch egal. Ob ich da Tadic oder Ruf. Nee, stimmt. Rufier darf ich nicht abgeben. Der ist für diese Challenge da. Der wird da gebraucht für Icons Map. Sonst habe ich keinen Erzbesitzer-Torwart mehr. Dann gebe ich doch lieber den Tadic ab. Ja. Passt. Sitzt. Hat Luft. Und das letzte Pack für dieses Video. Hoffentlich nochmal. Wenigstens ein Workout. Nee, die Packs sind so schlecht, ne? Jetzt kommt 83er Romagnoli. Nee, 84er Sirigu. Ich mag die Packs auch. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, gebt einen Daumen nach oben. Abonniert unten links doch gerne noch den Channel. In der Mitte die FIFA-Playlist auschecken und rechts ein empfohlenes Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.